So, Jorain. Da vorn schimmert etwas. Möglicherweise ist es soweit. Was passiert, wenn wir scheitern? Na komm, George. Es geht nur um die Zukunft des Planeten. Stimmt. Keine große Sache. Das dauert so lange, Ostwald. Soll es schnell gehen oder funktionieren? Beides. So, noch eine letzte Umdrehung. Warum zögern Sie? Ich habe Angst, deshalb zögere ich. Drehen Sie. Danach gibt es kein Zurück mehr. Drehen Sie, Ostwald. In nur 24 Stunden wird die Drachenenergie den Höhepunkt erreichen. Und sie wird mir gehören. Machen Sie schon. Die Kavallerie, wie lästig. Flap, töte sie. Okay, Boss. Big Action. Ah! Big Action. Au! Autsch, das tat weh. So, Mr. Green, Ding. Du. Arg. Na, Nico, wie war ich? Das war ein gebrechlicher Mann, George. Aber er hatte einen großen Stock. Schön, Sie zu sehen. Gerade noch rechtzeitig. Tja, Nico braucht eben ewig zum Packen. Wie haben Sie mich gefunden? Der Orden des Heiligen Stefan. Oder der Rest davon. Dort war wohl der dritte Stein. Ja, hierum ging's also die ganze Zeit wie? Ein Juwel antiker Maschinenbaukunst. Und das heiße Ende? Kein Ende ist heiß. Sie sind beide ganz kalt. Nein, ich meine, wo kommt die Energie raus? Ach so, nicht hier. Sie kann überall auf der Welt austreten. Auf den Drachenlinien. Verstehe. Und an diesem Ding sieht man wo. Ja, genau. Und jetzt ist es sicher? Oh ja, wenn wir nichts tun, schaltet es sich wieder ab. Für weitere 1200 Jahre. Nein, diesmal für immer. Wir müssen dafür sorgen, dass es keinen zweiten Cesaro gibt. Was jetzt, George? Wie wär's mit der Reise nach New York, die wir schon immer machen wollten? Nein, ich meine, was machen wir mit Cesaro? Der? Den liefern wir bei den Cops ab. Erst müssen wir Petra finden. Zurück! Ich glaube, das Problem ist gelöst. Hey George, da ist deine Lieblingsblondine. Schnauze! Meine Liebe, du bist spät. Ich musste noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Egal, jetzt bist du ja da. Ostwald, starten Sie. Was soll ich jetzt tun? Was denkst du? Sie töten natürlich. Mit dir habe ich nicht gesprochen. Was? Sie hat mit mir gesprochen, Cesaro. Nein. Das kann nicht sein. Der Großmeister. Hey, sollten Sie nicht tot sein? So viele vertraute Gesichter. Ich bin gerührt. Petra, was soll das? Ich dachte, du wärst loyal. Nicht dir gegenüber. Trauen Sie nie einer Frau mit Perücke, Cesaro. Es war Petra, die mich in den Trümmern gefunden hat. Petra, die mich wieder gesund gepflegt hat. Du hast mich also ausspioniert. Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde. Ihr Plan zeugt von einer Genialität, die selbst mich beeindruckt. Und nun wollen Sie mir die Früchte meiner Arbeit stehlen? Das ist doch nur fair. Sie haben mir ja auch meine Organisation gestohlen. Ich werde nicht unterwürfig zu Ihnen zurückkehren. Das habe ich auch nicht erwartet. Sie gehörten nie zu den Schafen, Cesaro. Sie waren immer der Wolf. Wohl wahr. Daher sind sie leider nicht mehr zu gebrauchen. Zehn Sekunden. Quäkenschrei und drei Sekunden Todesschrei.
Ach du Scheiße. Geil. Also, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss gehen. Schade, aber schauen Sie ruhig mal wieder vorbei. Petra, bitte die letzten Einstellungen ausführen. Wir haben uns zu früh gefreut. Endlich nähern wir uns dem Ende, dem Tag aller Tage. Und wieso sollten wir das Ding nicht einfach wieder abschalten? Bitte, nur zu. Es hat seinen Zweck erfüllt. Der Energieschub kommt. Nichts hält ihn mehr auf. Was haben Sie mit uns vor? Oh, ich bin kein Unmensch. Ich gebe Ihnen die gleiche Chance, die Sie mir bei unserer letzten Begegnung eingeräumt haben. Wer uns zu verfolgen versucht, den töte ich auf der Stelle. Was meint er mit, uns die gleiche Chance geben? Wir gaben ihm überhaupt keine Chance. Ja, genau. Ja, okay. Susarro. Er ist tot. Hey, Bruno. Angenommen, wir kommen hier raus. Das müssen wir! Wie sollen wir den Großmeister aufhalten? Ich bin kein Held, George! Sie müssen selbst Ihre Strategie entwickeln. Was halten Sie von dieser seltsamen Wissenschaft? Sie ist allem, was wir haben, weit voraus. Merkwürdig, dass der Großmeister die Einrichtung zerstört hat. Sie muss Milliarden wert sein. Ich glaube, wenn er die Drachenkraft besitzt, braucht er kein Geld mehr. Ich dachte nicht daran, den Schlüssel Salomos einem anderen zu überlassen. Also, nimm ihn. Hab ich ihn? Ah ja. So, Ich komm schon raus, einfach. Tschüss. Flap, er war hinüber. Mal wieder. Der hat wirklich einen spaßigen Job da. Gott, man sieht ja richtig viel. Einmal hoch. Ey, Sprengung. Eine Bombe auf den Boden. In Deckung! Ja. Er springt den Kopf wieder mit ab. Und wieder mit dem Steinboden. Ist alles in Ordnung, George? Weiß nicht so genau. Sind wir schon tot? Diese Bestie! Barbar! Gibt es irgendwo einen Weg nach draußen? Oh, mein Kopf! Sehen wir uns mal um. Wo ist Flap? Wahrscheinlich unter den Trümmern. Wir haben keine Zeit, nach ihm zu suchen. Wir müssen hinter dem Großmeister her. Du hast recht. Ich suche den Ausgang. Mach das. Und George? Ja? Wenn du etwas findest, was nach Bombe aussieht, lass es diesmal in Ruhe, okay? Danke für den Hinweis. Ich lass es in Ruhe. Was stimmt denn mit dieser... Was soll das? Was ist das? Nichts. Nein, ist auch nix. Kann ja auch nichts machen. Oha, ich könnte... Weiß nicht, was bringt denn das? Mm-hmm.
Yeah, ich bin King. Scheiße, was bringt das? Ist hier noch ein dritten Stein? Warte. Ach scheiße, muss ich den vielleicht darüber? Weiß halt noch nicht genau, wo der hin muss überhaupt. Ich hab viel zu weit gezogen oder was? Ziehen sollst du, ne? Ich den darüber hief. Der hier. Ich will absolut nicht, was mir das bringen soll. So, ich kann ihn vielleicht dann da einmal rum. Ah, okay. Kannst du bitte da runtergehen irgendwie? Oh Gott, warum geht der denn? Es ist. Ach, diese Steuerung. Oh ja. Nein, falsche Richtung. Ganz falsche Richtung. Und du musst mal wieder über den Stein und hier anfassen gehen. Und wieder über den Stein und zurück. Oh nein. Ja. Und über den Stein. Auf den Stein und runter und ziehen. In die andere Richtung. Oh, da lässt er los. So. Ist das richtig, was ich hier mache? Wieder falsche Richtung, ich hasse es. Da, die gucken wieder nur dämlich, ey. Ich hasse diese Go. Das ist so typisch französisch. Ah, oh, mach das. Arrogant. Wie sonst was. Ach. Ändere halt die Kameraperspektive noch 10 Mal. So langweilig Rätsel zu machen, das ist. Taste.
Ah, na, ich muss da hinten hin. Die Bombe hat einen Durchgang zum Raum mit dem Flussrätsel gesprengt. So können wir entkommen. Nico, komm schon, wir müssen los. Moment, George. Sieh dir die Sphäre an. Die Linien laufen in Südengland zusammen. Wo könnte das sein? Glastonbury. Natürlich. Der Tor muss das Epizentrum sein. Wir kannten unser nächstes Ziel. Jetzt mussten wir nur noch aus dem Tempel herauskommen. Was ist das für ein Ort? Diese Anubis-Figur ist erstaunlich. Noch vergesst nicht Meisterei und Redlichkeit und Missetat sind euch versagt. Als sie noch richtig funktionierte, war sie wesentlich erstaunlicher. Wie lange es wohl noch dauert, bis sie völlig schlapp macht und die Lichter ausgehen. Danke, dass du mich daran erinnerst, dass es noch schlimmer werden könnte. Und falls wir hier rauskommen, wie kommen wir nach Glastonbury? Wir haben so wenig Zeit. Keine Sorge, ich habe einen Freund, der uns da helfen kann. Ihr habt bewiesen, dass ihr die Autorität besitzt, bis hierher zu gelangen. Nun beweist, dass ihr die Weisheit besitzt, weiter fortzuschreiten. Und werden durch den Tod geahndet. Einst wanderte Horus durch das Land der Menschen. Ich kann schon was machen, okay. Euch hinüber, antwortete der edle Horus. Ja, woraus? Doch vergesst nicht, Glasnerei, Unmöglichkeit und Missetat sind euch versagt. Und wenn der George! Was zum Teufel soll das? Ich bringe dich und Bruno hier raus. Hast du Anubis denn nicht gehört? Wenn du mogelst, wirst du... Ich weiß, was dann passiert. Es muss einen anderen Ausweg geben. Vielleicht. Aber wir haben keine Zeit mehr, danach zu suchen. Der Großmeister ist bereits auf dem Weg nach Glastonbury. Du weißt, was passiert, wenn wir ihn nicht aufhalten. Nein, um Gottes Willen, nein, George, tu das nicht. Bitte mach es mir nicht schwerer, als es sowieso schon ist, Nico. Moment. Wo ist Bruno? Bruno! Bruno, was machen Sie da? Das, was Sie vorhatten, George. Nur ohne das Gezänk. Du brauchst dich nun wirklich nicht zu opfern. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für die jüngsten Ereignisse. Ich habe dem Großmeister in seinem Streben nach Macht geholfen. Ich bin zwar noch nicht zum Sterben bereit, aber vielleicht bin ich bereit zur Sühne. Nein, das lassen wir nicht zu. Ich hoffe, ihr könnt euch gegen den Großmeister besser behaupten. Diesen Tempel entweiht. Ja, das habe ich. Es ist nur eine Aufzeichnung. George! Für diese Insolenz wirst du den Zorn von Anubis spüren. Lass meine Freunde gehen. Sie hat nichts damit zu tun. Und ihr werdet von hier verbannt und dürft diesen heiligen Ort nie mehr betreten. Ja, wir gehen aber nicht ohne ihn. George, wenn sie nicht gehen, bringt er uns alle um. Sie müssen gehen. Geht oder sterbt. Ich kann doch nicht... Geht oder sterbt. Es ist zu spät, George. Wenn Sie sterben, dann war wirklich alles umsonst, Stobbart. Ich weiß, ich will nur... Halten Sie den Großmeister auf! Leben Sie wohl, Bruno. Leben
sie wohl? Sterben sie wohl, kann man sagen. Hätte wohl auch versuchen, rauszurennen, ne? Sehr, sehr tapfer. Ich weiß, wir müssen gehen. Lass mir nur eine Minute Zeit. Eieiei. Befolgt und endlich in ein richtiges Flugzeug investiert. Zum Glück, auf die Zustände, die uns in England erwarteten, waren wir allerdings nicht gefasst. Sehen wir uns mal um, wo wir überhaupt sind! Volltreffer! Mein Gott! Festhalten, Leute! Das wird ein bisschen holprig! Glastonbury High Street, meine Damen und Herren! Alles aussteigen! Was? Ich habe doch kein Taxi bestellt. Tolle Landung, Harry. Danke, George. Und weißt du was? Diesmal habe ich deinen Rat befolgt und die Mühle versichert. Na sowas, das ist doch unser Amerikaner. Oh, hallo, Colonel. Nur nicht so schüchtern, mein Junge. Ich schulde Ihnen einen Drink. Tatsächlich? Und ob. Ab dem Moment, als wir uns trafen, sah gleich alles ganz anders aus. Lissy! Da bist du ja, Liebes. Dein Ami ist da. Hallo, George. Hallo, Melissa. Lissy hat mir erzählt, wie sie sie vor diesem verdammten Hippie gerettet haben. Das hat mich vielleicht gefreut. Bin seitdem gar nicht nach Hause gegangen. Ich habe mir ein Zimmer im Pub gemietet. Lissy arbeitet auch hier. Also, was darf sein? Colonel, ich würde Ihr Angebot gern annehmen, aber leider muss ich erst die Welt retten. Na gut, scheint ja ziemlich dringend zu sein. Wie steht's mit Ihnen? Das ist ein Wort, Kumpel. Aber nur ein kleines. Ah, Sie sind aus den Kolonien. Darf ich Ihnen Melissa vorstellen? Sie ist ein herzensgutes Kind. Das glaube ich gern. Tag, Melissa. Hallo, Harry. Sagen Sie, mein lieber Junge, sind Sie verheiratet? Nö, aber ich wäre nicht abgeneigt. Das höre ich gern. Komm, Nico, wir müssen den Großmeister aufhalten. So, ja, wo muss ich? Wo? Zum Tor. Der ist da oben. Ja, da können wir nicht hin. Da. Ah, ein Kissen, ein Schieberrätsel. Oh, cool. Das ist ja total spannend bestimmt hier. Oh ja, guck mal. Ich kann die Kiste so nehmen und so. Wie kann ich die denn da rausziehen? Also. Ja, krass. Okay.
Tada. Also brauche ich die Fotokiste auch noch. Die Förder gibt es auf jeden Fall, ne? Nee, nach oben. Ja, ich weiß, ich muss ja noch rüberklettern und dann hier so. Jetzt hier noch rum. Die ganze Kanone. Vielleicht doch noch für hier hinten. Nee, oder? Ja, die kann ich auch so schubsen. So, ab. Schubsen, dann kann ich die große verschieben. Los, Nico, ein bisschen hoch, aber so kommen wir rüber. Man hätte ja auch außenrum über die Zäune da kurz klettern können, ne? Aber naja. George, du musst den Großmeister aufhalten. Ich kümmere mich um dieses Aas. Komm zu mir! Hier bin ich! Euer Diener! Hören Sie mit dem Wahnsinn auf, um Himmels Willen! Die Drachenenergie erfüllt mich! Ich sehe alles, die Vergangenheit, die ganze Schöpfung, die Zukunft! Sie werden uns alle umbringen! Diese Kraft wird mich unsterblich. Verdammt! Was? Was geschieht mit mir? Nein! Wo zur Hölle bin ich jetzt?